Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des DFF des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Und ja, Sie haben sich einen wunderbaren Film ausgesucht. Äh, das äh, wird sich gelohnt haben, wenn Sie am Ende des Abends sagen: Kann ich mich sehr schon mal vor äh, ja, aus dem Fenster lehnen, sage ich mal. Ähm, wir haben diesen Film äh, uns extra ausgesucht, weil was tut sie im deutschen Film heißt, die Reihe? Und wir versuchen jeden Monat ein ganz besonderes äh, aktuelles Werk aus dem deutschsprachigen Raum auszusuchen. Das heute ist aber insofern besonders, dass wir einen französischsprachigen Film hier ausgewählt haben, den wir auch auf Französisch sehen werden, mit deutschen Untertiteln, ähm, weil das natürlich die Originalfassung ist. Ist insofern etwas ganz Spannendes. Aber der Regisseur ist aus Deutschland und ein ganz spannender obendrein. Vielleicht haben Sie vor einigen Jahren hier äh, sein letztes Rennen gesehen. Damals mit Dieter Hallervorden, der hier auch zu Gast war und aus dem Nähkästchen geplaudert hatte, äh, viele Preise gewonnen hatte. Und ja, Kilian Riedhoff hat Filme gedreht, auch fürs Fernsehen. Gladbeck zum Beispiel, der Fall Barsche, sind da vielleicht Highlights. Und ja, jetzt ist er extra angereist. Äh, er kommt hier aus Hessen. Äh, in Seeheim, Jugendheim, geboren und in Bensheim aufgewachsen, begrüßen Sie, Kilian Riethoff. Herzlich willkommen in Frankfurt im Filmmuseum. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ja, ich habe es gerade gesagt, Hessen, äh, deine Verbindung hierher. Äh, ist das verdrängt oder hast du, äh, wie, wie, wie bist du <laughs> unterwegs? Im Gegenteil, ne? <laughs> ich komme hierher, ich äh, freue mich auch total darüber immer noch. Und äh, meine Familie, also meine Mutter und meine Schwester, leben auch noch in Bensheim, sodass ich jetzt immer wieder dort bin und ähm, mich immer noch zu Hause fühle, wenn ich hier bin. Cool. Wir sind auch heute schon mal ein bisschen durchs Haus und haben viel, viel gesprochen. Das ist echt toll, auch was du für Sichtweisen auf das Film- und Kinogeschehen hast. Da werden wir nachher vieles erfahren. Vielleicht noch vorweg: äh, Das Gespräch nachher wird geführt von Dimut Röther. Sie ist die Chefredakteurin von EPD Medien. Äh, die sitzen hier in Frankfurt und auch Rudolf Worschig ist hier. Er ist der Chefredakteur von EPD Film. Das sind quasi die führenden Fachmagazine äh, zu Medien und Film. Aber genau, wir haben hier einen Modus, dass wir keine Werbung oder sowas vorweg zeigen sondern ein Kurzfilm. Und da habe ich mal Kilian gefragt, ob er vielleicht einen in der Truhe hat, äh, der uns alle überraschen könnte. Und da hast du gesagt, ja, 30 Jahre alt. 1992. Genau, der ist letztes Mal vor 30 Jahren gezeigt worden, deswegen war ich mir auch nicht sicher, ob die Filmrolle hält. Es ist noch ein echter Film. Ich habe ihn oben bei mir auf dem Schrank entdeckt oder äh, sozusagen ausgepackt wieder. Der Film heißt Wer zu spät kommt, ist in Schwarz-Weiß gedreht, äh, fünf Minuten lang. Ähm, der Hauptdarsteller ist äh, der Komponist aller meiner Filme, äh, den ich damals schon kannte. Äh, ja, und äh, spiegelt so ein bisschen Lebensrealität äh, mit 1920 wieder. Ich sag mal. Sag mal, ihr habt das dann als Freunde gedreht, noch vorm Studio. Wir oder? haben das als Freunde gedreht mit für Apple und I. Ei. Das Kamerateam hat komplett bei mir gewohnt. Dann musste die Kamera auseinandergebaut werden. Es war ein einziges Materiallager irgendwo in meiner Wohnung. Aber das ist natürlich toll und man man dreht da mit so einem kleinen Team am Hamburger Hauptbahnhof. Das war damals sehr sehr aufregend und so wie Film immer sein sollte ein Abenteuer und etwas unerwartbar bleiben. War dir da schon klar, dass du filmemacher auch werden willst? Ja, das hatte ich damals schon vor. Ich habe angefangen. So mit zehn, elf in den ersten Hörspielen und dann mit 16 erste Krimis gedreht tatsächlich, mit Freunden nach Frankreich gefahren, mit Zelt und Kochtopf und äh, an der Côte d'Azur versucht sowas zu machen. Ja, das war damals schon ganz fest in meinem Kopf. Großartig, da werden wir uns jetzt zuerst den Kurzfilm anschauen und dann gibt es direkt nahtlos den Hauptfilm, da ist Frankreich auch wieder das Stichwort. Magst du schon mal was vorweg mit auf den Weg geben? Ja, ähm, der Film, den Sie heute Abend sehen werden, ähm, den Anschluss dazu hat meine Tante mir gegeben. Die hat gesagt, lies mal ein Buch durch. Das hat mich sehr berührt und es ging mir genauso. Ähm, das ist die Geschichte eines Mannes, der bei den Anschlägen im Bataclan seine Frau verloren hat und ähm, versucht, mit seinem kleinen Kind zu überleben. Ich. Ähm, mir kam das sehr vertraut vor. Ich habe selber eine Tochter fast im selben Alter wie Melville, unsere Geschichte. Das ist Terrorismus aus einer sehr privaten Sicht erzählt und ähm, ja, den seismografischen Einschlag quasi sehr gut, glaube ich, für uns nachvollziehbar. Eine Geschichte, die mir damals sehr zu Herzen ging, als ich sie gelesen habe und wo sofort klar war, ich will die unbedingt als Film machen. Also, Sie hören schon, äh, man kann sich freuen auf das Gespräch gleich nachher mit Kilian. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank und Film ab für äh, wer zu spät kommt und meinen Hass bekommt ihr nicht. Nochmal Applaus, Kilian Riethoff. Viel Dankeschön. Spaß. Ja, wenn dann gleich das Licht angeht, nochmal großen Applaus, Kilian Riethoff, der Regisseur. Und meinen Hass bekommt ihr nicht. Und, ja und wir bitten Demut Röter noch dazu, die das Gespräch führen wird. Bitte in den Platz, Kilian. Und bis Demut kommt, kann ich schon mal erzählen, wie es ablaufen wird. Die beiden werden erst unter sich reden, sich ein bisschen eingrufen über die Themen des Films und Kilians Schaffen reden. Und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber jetzt hat erstmal Demut das Wort. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend von mir. Ein, ein sehr ergreifender Film über den man lange nachdenken kann und über den wir jetzt reden wollen hier. Ähm, du hast vorhin gesagt, Kilian, ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, diesen Film möchte ich machen. Was hast du dann gemacht, damit du den Film tatsächlich machen konntest? Also ich bin am Tag danach äh, mit meinen beiden Co-Autoren Jan und Marc ähm, nach Mallorca zum Brainstormen geflogen und habe ihnen dann von dieser Geschichte erzählt und gesagt, das ist ein kurzes, kleines Buch, das sehr, sehr innerlich ist. Ich habe keine Ahnung, ob man daraus einen Film machen kann, weil das so innerlich ist. Ich lese euch mal ein paar Zeilen vor. Und dann habe ich ihnen das vorgelesen und gesagt, lies mal mehr. Und dann habe ich das ganze Buch vorgelesen. Und als ich gemerkt habe, dass die beiden auch sehr angefasst waren, haben wir relativ schnell ähm, über unsere Agenturen beim Verlag nachfragen lassen, ob die Filmrechte noch frei sind. Das waren sie und dann habe ich ähm, Janine Schakowski, mit der ich wegen eines anderen Projektes in Kontakt war, von Komplizen Film gefragt, ob sie das sich vorstellen könnte. Und dann sind wir relativ zeitnah im November runtergefahren zu Antoine de Ries, um ihn zu treffen. Das war für mich ein sehr, sehr ja, bewegendes und... Ähm, Hartes Treffen, ich habe kaum geschlafen die Nacht davor, weil natürlich jemand zu treffen, dem das wirklich passiert ist, das macht man nicht alle Tage. Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Es waren sehr viele Produzenten weltweit an dem Stoff interessiert und ähm, wir haben ihn dann überzeugt. Ich glaube, er fand es auch wichtig, dass es kein französischer Produzent ist, sondern gerade jemand, der so eine gewisse Distanz zum Epizentrum hat. Ich habe äh, gelesen, er hat drei Bedingungen gestellt für den Film. Welche waren das? Genau, das eine war, das Apartment sollte nicht zu groß wirken, damit er nicht in den Ruf kommt, dass hier ein, ja, ein, ein, ein Reicher seine Tragödie verfilmt, sondern so. Das haben wir versucht einigermaßen ähm, zu berücksichtigen. Natürlich ist ein filmischer Raum oder ein psychologischer Raum immer ähm, noch eine andere Geschichte als ein realer Raum, aber ich glaube, wir haben das gut gemacht, in seinem Sinne gemacht. Ähm, das zweite war, dass wir... Das Kind, dass das nicht so alt ist, ihm war wichtig, dass das Kind nicht voll sprachfähig war, weil sonst hätte er ihm das anders erzählt, sondern dass es eben noch ja, gerade ein paar Wörter nur konnte damals. Und das Dritte war, dass wir die Geschehnisse im Bataclan äh, nicht äh, dramatisieren. Das war allerdings auch etwas, was wir so ohnehin, denke ich, überhaupt nicht vorhatten, weil wir gerade das ja das Spezielle und Spezifische der Geschichte fanden, dass man hier Terrorismus eben aus der Sicht einer Familie erlebt und eben nicht in einen, eine klassische Fiktionalisierung geht. Es ist ja eine, eine sehr, sehr intime Geschichte und ich stelle mir vor, dass es das sehr schwierig ist, daraus einen Film zu machen, der diese Geschichte erzählt, der den Leuten auch gerecht wird, die das erlebt haben und durchlebt haben, ohne rührselig und pathetisch zu werden? Worauf haben Sie da geachtet? Was war Ihnen da wichtig bei der Erzählung? Also unsere französischen Co-Produzenten haben früh darauf hingewiesen, dass man in Paris niemand diese Geschichte erklären muss, weil jeder in Paris eine Geschichte damit hat mit diesem Abend. Also sehr sehr viele. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die entweder jemanden kannten, der in den Club war oder der vorhatte in den Club zu gehen. Wir hatten einen Schauspieler, den wir angefragt hatten, der nicht mitspielen wollte, weil er noch zu traumatisiert von diesem Abend war. Ähm, ich glaube nicht die Knöpfe zu drücken bei dieser Erzählung, sondern zuzuhören. Das war, glaube ich, die Überschrift. Das, was in der Geschichte innerlich angelegt war, dann äh, möglichst subtil in ähm, ja, dramatische Aktionen ähm, zu materialisieren. Weil es geht ja auch darum, dass das nicht ein Trauerstück wird, wo jemand nur traurig ist und weint die ganze Zeit, sondern dass es über einen Mann, der den Hass überwindet. Also mussten wir möglichst... Wie soll ich sagen, subtile und äh, feine Handlungen finden, um diesen Trauerprozess und die Überwindung des Hasses sozusagen erlebbar zu machen für den Zuschauer. Und das war, glaube ich, die Hauptaufgabe, das auszuhalten. Das war bis zum Schluss in die Dreharbeiten hinein ein Arbeiten auf Millimeterpapier. Und es ging mehr um Aushalten als um Dramatisieren im klassischen Sinne. Gesehen von dem Hauptdarsteller, es hat hatte ja die tragende Rolle tatsächlich das Kind. Und das sind ja einerseits herzzerreißende Szenen, wenn das Kind dann auf einmal Mama, 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 Mama schreit. Und andererseits sind das auch die Szenen, die für so ein bisschen Erleichterung sorgen, wenn er dann eben mit dem Kind sozusagen spielt oder auch ähm, Witze macht. Ähm, dieses. Wie, also, ein, dass ein Kind eine so tragende Rolle spielt in so einem Film, das ist ja auch nicht einfach, denke ich, für einen Regisseur. Wie arbeitet man da? Also ich bin auch selber, wir haben das ja zwei Jahre entwickelt und man schreibt das in so ein Drehbuch hinein und schickt ein paar Gebete hinterher, dass das mit dem Kind gut klappen möge. Und wenn man dann direkt davor steht, erschrickt man selber, weil... Es natürlich weltweit, glaube ich, keinen einzigen Film gab mit so einem kleinen Hauptdarsteller wie wir das hatten oder hier in dem Falle was ein Mädchen. Wir haben dann ähm, in vier verschiedenen Ländern gecastet und bei Zoe war es eben so, dass sie reinkam in den Castingraum und ähm, uns sehr schnell klar war, dass das ja äh, eine, dass sie, dass sie ganz in der engeren Auswahl ist, weil sie äh, in der Lage war, innere Prozesse eben ähm, uns in den Augen Spürbar und sichtbar zu machen. Wir haben zum Beispiel mit ihr einen Test gemacht, dass sie sich, dass sie an die Wand gehen sollte und ähm, wir haben gesagt, dahinter sind wilde Tiere und was hörst du da? Und dann hat sie das gehört und man konnte alles in ihren Augen sehen. Also das ist tatsächlich ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz, das man in dem Alter nicht so leicht findet, vor allem nicht bei Jungs, die äh, ihre. Vorteile eher motorischen haben dem Alter, die stratzen dann durch den Raum beim Casting, aber man erlebt eben nichts. Es ist auch süß, aber es trägt die Handlung nicht. Und das war bei ihr eben besonders. Und dann hatten wir eine sehr, sehr gute Kindercoachin aus, aus Paris, Nummer Borchi, die ähm, Zoe ungefähr drei Monate vorbereitet hat, immer wieder sie getroffen hat und hinter den Szenen kleine Geschichten erfunden haben. Zum Beispiel nach der Streitszene unter der Dusche. Als dann Antoine äh, die Kleine sucht, war es nicht so, dass wir gesagt werden, der Vater ist böse, du musst Angst vor dem haben, sondern äh, wenn sie da im, im Schrank entdeckt wird, das ist der, der böse Wolf, der anklopft. Und dann hat sie die, die Angst quasi wie in einem Märchen spielen können. Und dann gibt es andere Szenen, wie die, diese eine Szene, wenn sie vor ihm davonläuft, wenn er einmal so, auch rabiat schon ist, nach 40 Minuten... Ähm, das haben wir richtig geprobt mit dem ganzen Team zwei Stunden lang, bevor wir sie geholt haben, weil wir wussten, wir hatten nur einen einzigen Versuch mit ihr. Der muss sitzen und wir haben quasi alle möglichen Wege, wo Zoe hinlaufen könnte im Apartment. Da ja, sind wir vorher durchgegangen und ähm, haben unsere Coachin versteckt in einem Zimmer, dass auf jeden Fall Zoe nicht zu ihr läuft, im ersten Impuls, sondern halt eben bei, bei Pierre bleibt und äh, wie war das für sie als deutscher regisseur mit so einem französischen cast zu arbeiten? ach, eigentlich gut. ich habe ähm, mein schulfranzösisch ähm, zwei jahre aufgebessert, so dass ich mir mit der sprache einigermaßen sicher sein konnte. das war ja auch nicht unerheblich. ansonsten ähm, haben wir uns manchmal auch mit, mit also ich glaube, es ist ein Film, der, das war von Anfang an klar für mich, dass ein Film ist, der körperlich ausgedrückt werden musste. Und das war auch die Basis. Wir haben viel über den Körper gearbeitet und viel mit Musik auch gearbeitet. Also in Stellen wie der Panikattacke zum Beispiel bei Antoine haben wir laut äh, ähm, Horrormusik am Set abgespielt, sodass er das immer als Stimulus nehmen konnte. Mhm. Trotzdem ist natürlich die das begreifen manchmal unterschiedlich was gefühl angeht was alltäglichkeit angeht da findet man dann in der vorbereitung eine sprache weil ich mit ihm jede szene durchgegangen bin und eigentlich abgeglichen habe mit meinem eigenen leben sowohl pierre als auch ich wir haben schon nahe verwandte verloren und wir wissen was es bedeutet wenn ja wie das ist wenn jemand schockartig weggeht welche stufen man durchlebt welche musik man damit verbindet und damit kann man dann sehr gut arbeiten Sie haben ja gesagt, das ist ein Tag, den man den Pariser nicht erklären muss. Das ist aber auch ein Tag, denke ich, also so ähnlich wie 9-11, wo viele von uns wissen, was an diesem Tag passiert ist. Wie war das bei Ihnen, der, 15, der 13. November 2015? Wissen Sie noch, was Sie an dem Tag gemacht haben? Ja, ich hatte mich entschlossen, das Spiel nicht zu sehen, obwohl ich Fußballfan bin, aber ich bin mit einem Freund durch äh, das Hamburger Schanzenviertel, wo ich wohne, gelaufen. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann sah, dass in einer der Kneipen das Fußballspiel zu sehen war. Das war unterbrochen und irgendwas war seltsam. Und die Menschen standen auf dem Rasen. Und dann bin ich, glaube ich, wie viele andere auch nach Hause und habe das im Internet verfolgt. Ich erinnere mich, dass ich zwei Tage nach den Anschlägen in der Hamburger S-Bahn war und mir gegenüber war ein Mensch mit fremder Nationalität. Und ich habe Angst bekommen und habe den Waggon gewechselt, weil ich mir der Mensch nicht koscher war. Das war natürlich völliger Blödsinn meinerseits, aber ich habe gemerkt, wie schnell Vorurteile und Angst in uns reinkriechen in so einer Situation. Mhm. Das ging mir noch ein paar Mal so danach. Mhm. Und ähm, ja. Das haben wir auch versucht, natürlich zu verarbeiten, weil es ja genau darum geht, was in unseren Köpfen passiert, was an Hassgefühlen oder Vorurteilen genau. eben aufkommt. Das ist ja auch diese eine Szene in der U-Bahn, wo er dann diese genau. jungen Männer da etwas ähm, misstrauisch beobachtet. Ähm, wie ist Ihr Film in Frankreich aufgenommen worden? Ambivalent. Ähm, wir hatten sehr, sehr gute Vorführungen, ähm, wo Menschen auch. Aus Paris auf uns zukamen und sich sehr bedankt haben, sehr ergriffen waren und auch gesagt haben: Die Nacht war für uns weg und jetzt ist sie gekommen, jetzt ist sie wiedergekommen. Aber das ist auch eine heilsame Wirkung, die das haben kann. Von Seiten der Presse war das durchaus durchmischt. Also, ich glaube, das lag auch daran, dass ich Deutscher bin und man da durchaus nochmal mit anderen Augen gesehen wird. Aber. Der Film ist insgesamt sehr gut aufgenommen worden und ich glaube, das gehört bei so einem Thema dazu, wenn man etwas erzählt, was für Pariser und Franzosen sehr, sehr sensibel ist, kann man nicht erwarten, dass alle einen lieben. Dafür gibt es andere Filme. Aber das ist okay. Also ich kann damit leben und ich weiß, dass wir viele Menschen berührt haben und das, das ist dann das, was zählt. Wie hat Antoine lery Ihren Film aufgenommen? Was hat er dazu gesagt? Ich habe den Film nicht zusammen mit ihm gesehen. Er wollte ihn bewusst alleine im Kino schauen, mit seiner Agentin zusammen. Und er hat uns danach geschrieben und gesagt, dass er sehr bewältigt war. Er hat sein Leben in all seiner Ambivalenz zum damaligen Zeitpunkt wiedergesehen. Er hat auch bemerkt, wie seltsam er sich da zu der Zeit verhalten hat, tatsächlich. Ähm und er hat seine Frau wieder gesehen in dem Film. Das war ehrlich gesagt das größte Kompliment, weil es ja sein Leben ist und ja, er ist der allererste, den das berühren muss. Ähm, möchten Sie noch was sagen zu der Hauptdarstellerin, also zu der äh, Darstellerin, die die Frau gespielt hat? Das ist, glaube ich, ein französischer Star. Ne? Ja, Camelia ist eigentlich über sowas wie ähm, ja. Deutschland sucht den Superstar, also in der Schlagersendung eigentlich groß geworden, hat dann aber sehr schnell auch den Weg zum Schauspiel gefunden und ähm, auch einen César gewonnen für eine Darstellung mit einem Film mit Daniel Oltö, der hier als Contra wieder verfilmt wurde in Deutschland. Ähm, ja, Kamelia ist ein Star. Ähm, die, die, die Wahl fiel komischerweise recht spät auf sie. Ich hatte sie im Casting, ähm, hatte kurz zu überlegen, ob sie zu jung ist im Vergleich zu Pierre, der 40 ist. Aber dann war uns doch ein Punkt total wichtig. Hélène, ähm, die, die reale Leanne, ähm, hatte, hatte Vorfahren, die aus dem kabylischen Raum stammten. Und das war uns doch sehr wichtig, weil die Attentäter ja hier keine, in Anführungszeichen, Bio-Französin getroffen haben mit dem Anschlag, sondern jemanden, der aus diesem Raum gerade stammt. Das macht es, wenn es überhaupt noch eine Steigerung gibt für das Schreckliche, was da passiert ist, noch schrecklicher, weil überhaupt gar keine Logik da drin steckt. Und das eben wieder zu spiegeln in der Besetzung, dass wir die Familie... Eben diesen Hintergrund geben mit der Mutter und der Schwester, das war uns doch sehr wichtig, daraus jetzt nicht das zu verfälschen, weil es genau auch Leute traf, die aus dem nordafrikanischen Raum ursprünglich stammten. Und äh, der Hauptdarsteller, ähm, wie haben Sie den gefunden? Also da, bei dem Casting, nehme ich an, mussten Sie sich auch sehr stark verlassen, dann auf die, auf die französischen Kollegen, oder? Das war der allererste Vorschlag meiner französischen Casterin. Ich habe Pierre dann relativ ausführlich gecastet. Wie er mir später gesagt hat, sind die Castings in Paris relativ kurz, <laughs> eher 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich habe, glaube ich, mit ihm anderthalb Stunden verbracht. habe ihn den Post lesen lassen, verschiedene Szenen spielen lassen. Ich fand Pierre von Anfang an sehr, sehr interessant. Das hat vor allem mit einer gewissen Wesensähnlichkeit zu tun. Der Original Antoine ist ein intellektueller, ironischer Mensch, durchaus etwas distanziert. Und das wollten wir gerne auch im Cast treffen. Es, ähm, dieser Anschlag trifft ja nicht jemanden, der gewohnt ist, sich zu schlagen, in Anführungszeichen, sondern einen Menschen, einen Akademiker, einen Intellektuellen, einen Journalisten. Und gerade für den sind Hassgefühle natürlich nochmal anders, weil er damit überhaupt keinen Umgang hat. Mhm. Antoine hat. Also der Post heißt, meinen Hass bekommt er nicht. In seinem Buch taucht der Hass eigentlich gar nicht auf. Es war äh, eine wichtige Aufgabe im Drehbuch, diese Linie des Hasses sozusagen freizulegen und auch erlebbar zu machen, weil er das eigentlich ausspart in seiner Novelle. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war es wichtig, bei der Besetzung eben jemanden zu finden, der die Sensibilität hat, äh, die Anfälligkeit auch hat und der mit seinen, Anführungszeichen wieder, Waffen darauf antwortet, nämlich mit dem Wort. Und das ist äh, bei jemandem, der handfester ist von der Persönlichkeit her, wäre das eine ganz andere Geschichte geworden. Wir mussten diese Fragilität, das Intellektuelle sozusagen im Schauspieler auch wiederfinden. Es sind ja diesen, in diesem Herbst noch drei weitere Filme ins Kino gekommen, die genau das auch thematisieren, diesen Anschlag in Paris. Vendredi 13 heißt das ja in Paris, ne? der, das Datum. Ähm, haben Sie die anderen Filme auch gesehen? Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Äh, die liefen zur selben Zeit und aus einem gewissen Konzentration auf unseren Film habe ich das noch nicht gemacht, aber ich werde das nachholen. Ähm, ich glaube, es sind sehr verschiedene Filme äh, mhm. geworden. Einer geht über eine Polizeieinheit, November. Ähm, es gibt einen anderen Film, der loser an die Anschläge angelegt ist, der nicht so direkt auf ein reales Ereignis antwortet. Nämlich Aurore Paris, der in einem mhm. Restaurant spielt, also einen Anschlag, den es im Original nicht gab. Aber und so hätte genauso gut geben so können. So genau, ja. Yeah. Aber mhm. was wiederum für manche Franzosen adäquater mhm. war, als direkt mhm. etwas zu zeigen, was passiert ist. Ich glaube, das ist, mh, ja, es ist sehr spannend, diese drei Filme nebeneinander zu sehen. Die der dritte die, ist ein spanischer Film? Genau, dann gibt es noch einen spanischen, mhm. also es sind insgesamt vier Filme, ja, mhm. mit unserem zusammen. Mhm. Also, mhm. Ähm, die alle verschieden argumentieren mhm. und das Verarbeiten zeigen. Mhm. Ähm, verarbeiten. Also ja, in ihrem Film merkt man ja, dass, dass er sozusagen versucht, Worte zu finden dafür auch, was ihm da passiert ist, beziehungsweise er, er ist eben ein Mann des Wortes, deswegen verarbeitet er das auch irgendwann über das Wort. Man merkt, wie wichtig es ist, ähm, über solche Dinge zu reden und da auch eine Erzählung zu finden. Ihr, ihr Film ist jetzt auch eine Erzählung über diesen, diesen Terrorakt. Was, was wollten Sie damit leisten? Also welche Art von Erzählung wolltest du damit ja. leisten? Also ich glaube vor allem, für mich ist Film immer eine Erfahrung. Und ich glaube, die Erfahrung eines... Trauerprozesses, die Erfahrung, den Hass zu überwinden und nicht mit denselben Worten oder mit denselben Mitteln zu antworten wie die Täter, das psychologisch und emotional so triftig zu erzählen, dass man das mit seinen eigenen Erfahrungen teilen kann oder muss, das ist meine Absicht gewesen. Es ging mir weniger darum, ähm, zu intellektualisieren oder das Ganze in einen Meta-Zusammenhang zu stellen, was man ja auch hätte machen können, ich gehe sehr von, also wenn mich etwas packt, dann schaue ich sehr genau immer auf den Moment, wann mich das gepackt hat. Und ich bin, wie gesagt, selber Vater eines Kindes. Und ähm, dieser Moment war für mich der gemeinsame Punkt mit diesem Vorfall. Wie hätte ich selber reagiert, wenn mir das passiert wäre? Äh, denn dass man nicht mit Hass antwortet, sagt sich so leicht. Und was es in diesem Film geht, ist, das durchzudeklinieren im Sinne der Erlebbarkeit, wie. Wie ist das, wenn mir das passieren würde? Nicht nur, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich es intellektuell betrachte, sondern wie ist das in meinem Leben dann? Und das äh, zeigen wir ja auch, dass er nach dem Post eigentlich die eigentliche Arbeit, ähm, das zu überwinden, erst ansetzt. Du hast auch. Ähm zwei Fernsehfilme gemacht, die ebenfalls an realen Ereignissen ansetzen. Das ist einmal der Fall Barschl. Das ist im Grunde ein Journalistenfilm. Also da geht es um zwei Journalisten, die versuchen zu recherchieren, warum Barschl da gestorben ist. Und bis heute wissen wir ja nicht, ob das ein Selbstmord war oder ein Mord. Es gibt viele Theorien dazu. Das andere ist der Film Gladbeck. Da geht es um... Ein Fall, der auch damals medial unheimlich, äh, ja, ein, ein mediales Ereignis war, weil äh, es teilweise eben live übertragen wurde: diese Entführung äh, von diesen beiden Bankräubern, die dann Geiseln genommen haben. Ähm, was reizt dich an solchen Stoffen, die auf realen Ereignissen basieren? Warum hm. machst du das? Also, es ist nicht so, dass ich allein nur auf Zeitgeschichte gehe, aber es passiert, es unterläuft mir immer wieder, mhm. äh, weil ich nach starken Impulsen mhm. suche. Und ähm, im Fall von Gladbeck habe ich, bin ich irgendwann tatsächlich spät abends einmal nach Hause gekommen und beim YouTuben hängen geblieben auf den Ausschnitten von damals. Und mhm. ähm, dann ist es der Horror der Täter gewesen, der mich gepackt hat. Bei Barschel ist es so, dass das Bild von Uwe Barschel in der Badewanne eine, eine, ein Albtraum ist, der das ganze Jahrzehnt für mich abbildet. Da ist eine gewisse Medikamentenabhängigkeit, da ist eine Depression spürbar. Das ist etwas Mysteriöses, das interessiert mich. Und dann geht es mir darum, die psychologische Wahrheit dahinter zu finden. Also eben nicht hängen zu bleiben auf einer 1 zu 1 Abbildung, was damals passiert ist, sondern die psychologische Dechiffrierung. Ich glaube, dass das immer für mich sehr, sehr spannend ist. Und wenn man dann ein reales Vorbild hat, kann man, hat man einen starken Referenzpunkt, an dem man sich reiben kann und abarbeiten kann. Und eben in den Mythos darunter entdeckt, dann da geht es mir immer darum, dass man nicht an der Oberfläche hängen bleibt, sondern den Mythos, was mich in den 80ern bewegt hat, das mhm. sind ja beides Stoffe der 80er Jahre, also meine Jugend, ähm, mich abzugleichen damit. Mhm. Bei Gladbeck ist es das Monster in der Fußgängerzone, ähm, die uns allen so vertraut ist und die sehr bundesdeutsch ist. Ja? Und bei barschel eben dieser Mythos eines Menschen, der... Ähm, in einer Parallelwelt lebt und mhm. auch das ist viel 80er Jahre für mich gewesen und bei bei meinen Hass eben sind, ist es dann das Buch gewesen ja aber mhm. das ist immer dieser Impuls der mich sehr reizt ähm, äh, ja, und, und, und eine, eine Vorlage gibt ähm, darunter die Wahrheit zu entdecken mhm. Bei, bei Barschel ähm, ist es ja, wie gesagt, so, dass man bis heute nicht weiß, was, was ist jetzt da eigentlich genau passiert. Es gibt wahnsinnig viele Theorien. Und du hast dich dann auf diese journalistische Geschichte im Grunde konzentriert. Das ist auch ein sehr interessanter Journalistenfilm, finde ich, als Journalistin, weil er eben äh, so unterschiedliche Herangehensweisen an, an Recherche auch darstellt. und und den Versuch, also der eine Journalist, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen erläutern für diejenigen, die das nicht gesehen haben. Der eine Journalist ist eben davon überzeugt, dass die Geheimdienste da eine Rolle gespielt haben, dass Barschel sich nicht selbst umgebracht hat, sondern dass er umgebracht wurde von irgendwelchen Geheimdiensten oder auch von anderen Leuten, die der Meinung waren, dass er zu viel wusste und gräbt sich da immer tiefer rein. Und im Grunde ist es ja derjenige, der versucht, immer mehr freizulegen, der aber dann auch damit. Völlig scheitert. Das ist ja, ähm, für uns Journalisten ist das ja eine ganz tragische Geschichte. Absolut, es geht um Wahrheit und wie man, mhm. wie man der Wahrheit auf die Spur kommt. Ähm, es gibt am Schluss einen Satz, den der Redaktionsleiter sagt, manchmal braucht es Fantasie, um die Wahrheit zu entdecken. Wir, wir haben nicht den Anspruch gehabt, einen Dokumentarfilm damit zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass bestimmte Spuren, die man in einem Dokumentarfilm beweisen müsste, im Fiktionalen in der Zusammenstellung des Fiktionalen sich erstaunlich realistisch anfühlen. Und wir hatten damals über zwei Ecken, ich kann den Schauspieler nicht sagen, aber es gab einen anderen Schauspieler, der bei uns nicht mitgespielt hat. Er hat, stand im, wegen eines Films in Kontakt mit einem Geheimdienstmitarbeiter vom BND, äh, der uns damals gesagt hat, äh, dass diese Theorie, die wir da entwickeln, nicht sehr weit weg ist von dem, was real stattgefunden hat. Ob das dann nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, man hat sich in den 80er Jahren... Also in den 80er Jahren war, glaube ich, bestimmte Zusammenhänge waren unvorstellbar. Dann gab es bestimmte, die NSA-Skandale. Ich glaube, die Zusammenhänge von Geheimdiensten, wie die arbeiten, sind heute besser beleuchtet und die Fantasie ist oder die, die Realitäts, das Realitätsbewusstsein für Geheimdienste ist größer, zu welchen Aktionen sie fähig sind. Das hätte man sich, also die schnelle Festlegung auf einen Selbstmord, die es damals gab, war ein Weltverkleinern und ich glaube ohne sich auf den Mord festzulegen denn dafür gibt es es gibt für keine der Theorien Beweise ist zumindest eine Offenheit äh, interessant und deswegen haben wir damals eben gesagt es gibt einen der für Mord steht und einen der für Selbstmord steht und wir haben in unserem Ende ähm, das finde ich ganz elegant eingeschlagen äh, ohne uns definitiv festzulegen aber wir haben äh, versucht den Mythos ja, es gibt den alten Satz, wer den Mythos begreifen will, den verschlingt er. Und das haben wir versucht in diesem Film mhm. quasi ähm, abzubilden. Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt ein, einen neuen Fall im Journalismus, oder es gab kürzlich einen neuen Fall, das war dieser Fall Relozius äh, mit dem Spiegelreporter, der Geschichten erfunden hat. Der ist jetzt auch gerade verfilmt worden. Hätte es dich gereizt, diesen Fall zu verfilmen? Ja, ich habe darüber auch nachgedacht. Da muss man immer noch gucken, wie man eine ge konkrete Geschichte draus macht. Aber das Interessante, weil du über Wahrheit auch sprachst, ähm, das habe ich irgendwann mal in der Zeitung, das fand ich einen guten Gedanken. Der Verlust der objektiven Wahrheit, dass das eine Riesentragödie ist, die wir gerade erleben. Dass äh, Wahrheit subjektiv verhandelt wird und gesagt wird, jeder hat seine eigene Wahrheit, das endet dann in Fake News. Äh, aber ähm, die, dass eine journalistische oder wissenschaftliche Wahrheit objektiv sein kann und muss, das geht uns verlustig und das ist ein, ein großer Verlust, weil wir das nicht verhandeln und ja, also Wahrheit nicht verhandelbar ist. Wenn das so ist, dann verlieren wir einen wesentlichen Grundpfeiler für die Demokratie, weil dann kann man sagen, es ist deine Wahrheit, Klimawandel, ja. Der eine sagt, es ist so, der andere sagt es nicht so, aber wir müssen uns schon darauf einigen, dass äh, eine bestimmte Entwicklung in der Welt objektiv ist und ähm, das zeigt der Fall Relotius, glaube ich, dass mhm. ähm, jemand die Wahrheit, die journalistische Wahrheit, also dass jemand fiktionalisiert, dass jemand quasi Journalismus benutzt, äh, fiktionale Sachen benutzt, um das anzureichern, das ist natürlich eine sehr bedenkenswerte ähm, Entwicklung. Und, und das liegt auch an den Konsumenten, weil wir immer weiter äh, auf Storytelling mhm. in dieser Welt gibt erzogen werden. Wir schauen immer mehr Netflix, Netflix und irgendwann muss alles wie Netflix sein. Und dann muss man schon scharf trennen zwischen Fiktion und zwischen Dokumentation. Und Dokumentation muss nicht eine brillante Geschichte werden. Wir müssen schon aushalten, dass es manchmal etwas spröder endet, weil mhm. man es nicht... Man darf das nicht so verdichten. Ja. Oder dass man manche Dinge nicht erklären kann. Aber diese, ähm, diese Entwicklung des Journalismus, die hat ja eigentlich schon viel früher begonnen mit dem sogenannten New Journalism. Da gab es ja berühmte Autoren, Schriftsteller äh, wie Joan Didion zum Beispiel auch, die äh, wirklich tolle Reportagen geschrieben haben, aber wo man am Ende auch nicht weiß, was daran ist wirklich wahr und was ist sozusagen dazu erfunden. Dass, äh, die Argumentation ist dann immer, ja, es geht um eine höhere Wahrheit, also es geht darum, wie es äh, die, die größere Wahrheit, aber am Ende landen wir dann bei dem, was du gerade gesagt hast, dass, dass die Wahrheit eigentlich überformt wird. Ja, und ich finde, dass, äh, dass Fiktion das totale Recht hat, also ja. Fiktion darf fabulieren, dafür ja. ist Fiktion da und ich finde, da sehe ich auch keine Verpflichtung. Ich finde die Vermischung ich habe da mal ein Interview geführt damals, da wurde mir das auch vorgehalten, dass doch die jungen Leute jetzt gar nicht mehr wüssten, wenn sie den Beispielfilm sehen, was die Wahrheit ist, und am Ende glauben, das war alles so, wie ich das da schilder. Nun war auch vieles so, wir haben vieles, ist belegbar. Dann habe ich gesagt, na gut, dann sollte man vielleicht die jungen Leute dazu erziehen, dass sie mal ins Internet schauen, das abgleichen. Dazu mhm. sind sie übrigens auch in der Lage, äh, ähm, da muss man sie gar nicht erziehen mhm. zu. Also ich glaube, dass wir stark trennen müssen zwischen Fiktion und Journalismus und nicht, dass die eine Abteilung die Methoden des oder die, die Mittel des anderen benutzen sollte. Mhm. Das sind schon zwei verschiedene ähm, Gründe. Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne ähm, Ihnen auch die Gelegenheit geben, äh, Fragen zu stellen. Hier an Kilian riethoff Sie haben bestimmt nach diesem Film auch viele Fragen. Ich denke, es gibt da einen großen Redebedarf. Genau, dann können Sie mir ein Zeichen geben und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich erst mal abschreckt. <laughs> Trauen Sie sich. Es ist, es tut nicht weh. Eine nur kurze Frage: Was hat der Film gekostet? Das ist immer so eine heikle Frage an Regisseure, weil die darüber in Deutschland nicht so gerne reden dürfen. Also äh, er, er war noch im einstelligen Bereich, aber ein Kinofilm ist mittlerweile gar nicht so äh, billig, vor allem im europäischen Zusammenhang. Einstellig Millionen oder? Bitte. Millionen einstellig. Millionen, ja, ja, ja das auf jeden Fall. <laughs> ähm, ja, selbst so ein Kammerspiel kostet Geld, weil ähm, Tatsächlich, wenn der Corona-Zeit sowas schlichtes wie Holzpreise nach oben gegangen sind. Und das ist, wenn man so einen Studiobau hat wie unseren, nicht unerheblich. Ähm, da war ja sehr viel Holz drin. Von daher haben wir mehr Geld gebraucht, als wir am Anfang dachten. Also da kamen nochmal zwei Millionen drauf zu dem, was wir ursprünglich dachten, aber so ist das. Also die Pariser Wohnung haben Sie, glaube ich, in Münd äh, nachgebaut. Die ne? ist in Köln okay. gewesen, genau. Wir haben uns entschieden, das im Studio zu machen, weil wir, glaube ich, in Paris ähm, wesentlich schlechtere Bedingungen gehabt hätten, im Original-Location. Ähm, das hat unser Production Designer allerdings so grandios ja. erledigt, hat äh, tatsächlich noch äh, Fenster und Türrahmen aus Paris von der Straße aufgesammelt, die da rumstanden und äh, ins Studio gebracht. Dass man's das sah nicht, sehr echt nicht, aus. Es ja. ja. muss auch keine Frage sein, es kann auch ein Kommentar sein, wie es Ihnen gefallen hat. Das ist immer noch spannend für Kilian, glaube ich. Kann ja vielleicht, ist, ach so, da ist noch eine Frage. Kann ja. Sie es einmal so durchgehen? ist einer der schönsten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Dankeschön. Und ich liebe Kino. Und ich wollte Sie fragen, wie lebt der Herr Léry, glaube ich, heißt er heute mit, dem, mit seinem Sohn? Also Antoine Lerie hat ein zweites Buch geschrieben, das heißt äh, La Vie après geht um die Zeit danach. Ähm, ach, ich glaube, äh, mh, ich glaube das, das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man plötzlich wieder glücklich ist. Also er beschreibt darin eigentlich vor allem seine Zeit als Vater, ähm, dass er selber immer versucht, ein Fünf-Sterne-Vater zu sein und wie er eigentlich an seinem eigenen Anspruch immer wieder scheitert. Ähm, ich glaube, es ist nach so einem ersten Moment der Trauer. Dann ja, das kennen wir auch, die, die Mühsal ist ja, das ins alltägliche Leben, in die Monate oder Jahre danach zu tragen, weil derjenige oder diejenige, die weg ist, immer noch fehlt, aber man trotzdem weiterleben muss. Und das beschreibt, das es auch nicht leicht ist, eine neue Beziehung eben zu finden, weil kein Platz dafür da ist. Erstmal ist diese Schicksalsgemeinschaft mit dem Sohn natürlich sehr präsent. Das hat er in dem Buch beschrieben. Von ihm weiß ich noch, dass er Reden für die Bürgermeisterin aus Paris geschrieben hat, eine Zeit lang. Und ja, das ist das, was ich weiß. Also ich glaube, sein Leben hat sich nicht fundamental ins Positive gewandelt, aber ich glaube, Schritt für Schritt ähm, hat er sein Alltagsleben sich wieder erkämpft. Ich würde auch interessieren, ähm, du hast mit Komplizen-Filmen gearbeitet. Das ist eine ganz tolle Produktionsfirma. Die haben Toni Erdmann zum Beispiel gemacht. Das war so der große erste Durchbruch, sag ich mal, der Firma. Und Marin Adel, Waleska Griesebach, so das sind die Regisseurinnen. Ähm, alle reden immer darüber, die sind irgendwie was Besonderes in der deutschen Landschaft. Ähm, magst du uns mal deine Sicht darauf beschreiben, was machen die denn so besonders? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm ich glaube, Sie haben eine große Offenheit für das, was man macht. Sie quatschen einen im besten Sinne nicht rein, sondern Sie haben sehr viel Respekt für ähm, Regisseurinnen und Regisseure, weil Sie auch eine Regisseurin eben bei sich im Boot haben mit Maren. Sie haben eine große Sensibilität für Texturen. Äh, ich glaube, dass Sie einen sehr genauen Riecher haben, wann was zu viel ist. Ähm, das haben Sie mir auch immer wieder ganz sanft beigebracht. Hier kannst du noch weniger machen und hier noch... Trotzdem kamen wir von zwei verschiedenen Polen, das kann man auch sagen. Und ich glaube, wir haben das Beste von unseren beiden Welten vereint. Janine zum Beispiel hat mir am Anfang gesagt, das ist ein Film, der braucht keine Musik. Dann habe ich erstmal einmal geschluckt, weil ich gesagt habe, Musik ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, wenn ich Filme mache. Und dann haben wir aber, glaube ich, das Vertrauen gefunden, dass das eben die richtige Musik sein kann. Also eine Musik sein kann, die sich nicht draufsetzt, sondern die sensibel bleibt. Und das sind spannende Prozesse. Also, du brauchst eine Produzentin oder einen Produzenten schon, um, äh, weil, du, weil du dich selber nochmal neu gewichtest. Also, du bist ein anderer Regisseur mit, einem, mit dem einen oder mit dem anderen Produzenten. Auch wenn man immer denkt, man hat das alles ganz genau. Aber man, man ist ja, Film entsteht im Dialog. Und äh, der Dialog hier ist eindeutig der, fein zu sein, sensibel zu bleiben, nicht zu sehr zu führen, sondern zuzulassen. Ich glaube, das ist der Einfluss von Kompliz gewesen bei dem Projekt. Äh, mich würde noch interessieren, du hast gerade das Stichwort Corona erwähnt. Ähm, dieser Film ist ja jetzt ein sehr inti intimer Film, also da war es vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, dass ihr unter Corona-Bedingungen drehen musstet. Aber wie hat sich für dich wie haben sich für dich die Be Drehbedingungen verändert durch Corona? Hast du das Gefühl, dass jetzt die Filme auch anders geworden sind? Also, was das konkret angeht, die Dreharbeiten konkret angehen, war es tatsächlich ein Vorteil, weil ähm, das Team, wir waren ja richtig im Lockdown, also das Team konnte am Freitagabend nicht weggehen und trinken. Das ist eigentlich cool, wenn man das kann, weil es immer anstrengend ist, psychisch so einen Film zu drehen. Aber es konnte sich auch keiner anstecken. Das war der Vorteil. Ansonsten hat es ähm, für uns auf seltsame Weise die Welt abgebildet, die im Film beschrieben wird. Es war ja außen wie ein Vakuum, wie eine, eine Wattewelt, in der man lebte und wir haben dann in Paris gedreht und plötzlich dieses Lockdown. Da mussten wir wieder alle von der Straße runter und wir konnten leere Straßen drehen, was in Paris quasi unmöglich ist. Die Straßen sind nie leer und wir hatten das große Glück, dass wir plötzlich leere Straßen hatten. Ansonsten im Studio hat sich ganz viel in dieser Wattewelt eben auf das Kind konzentriert. Wir hatten Zoe immer für eine kurze Zeit am Tag und dann musste alles funktionieren. Das heißt, alle waren hypersensibilisiert, wenn Zoe kam. Ähm, und, und es war, ging alles darum, das Kind zu behüten und diese Szenen hinzukriegen. Und das hat uns in gewisser Weise sogar geholfen. Ich habe bei Corona gelernt, es hilft nicht, sich gegen zu wehren, sondern geh, äh, äh, leg dich in die Kurve und mach das Beste draus. Die Mutter zum Beispiel, die Darstellerin ist... Im Bus auf dem Weg zum Hotel an Corona erkrankt. konnte ich die umbesetzen, das war drei Tage vorher. Das ist natürlich was, wo man mal ins Kissen beißt als Regisseur, aber äh, in diesem Falle habe ich gedacht: gut, egal, geh mit dem Besten und wir haben einen wunderbaren Ersatz gefunden. Es hilft sich nicht, gegen zu wehren, sondern äh, du musst das Beste draus machen und das auch nutzen. Und ob sich es verändert hat insgesamt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe danach noch einen Film gedreht, auch unter Corona. Es ist unheimlich nervig, diese Testerei. Also, jeder hasst es, die Maskentragerei, ähm, die, die einfach verhindert, dass du mit Schauspielern überhaupt kommunizieren kannst, wo du dich jeden Tag, so gut es geht, gegen wärst, weil es der Direktheit, der, des, dem, dem physischen Miteinander, ja, äh, mit dem Schauspieler zu kommunizieren und wirklich mit Haut und Haar zu sein, immer so einen gewissen Verhaltensfilter vorlegt. Das ist eigentlich furchtbar. Und ich bin froh, dass diese Zeiten jetzt hoffentlich vorbei sind, äh, dann, weil Film ist, muss direkt sein. Ja. Ähm, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, mal als das losging mit Corona, dass du Angst hast, dass wir jetzt nur noch ganz gehemmte Filme drehen. Und eigentlich müssen Filme ja mut machen und rausgehen und <laughs> ja natürlich zu. die müssen direkt aufeinander losgehen wir haben ja eh schon so viele filter wir haben viele politische filter ich mit urswein drüber gesprochen wir haben im moment unheimlich viel politics und unheimlich viel verhalten wir verlangen von film und von kunst unheimlich viel gerade dass die gesellschaft noch eine bessere wird möglich sehr moralisch mhm. und das ist ehrlich gesagt ich finde das schlimm, weil Kunst ist frei, Kunst muss ein Experiment sein, Kunst muss eine Erfahrung sein, sonst gar nichts. Ähm, was eine Gesellschaft daraus macht, da stehen alle Tore offen. Aber wir müssen echt aufhören damit, ähm, eine moralische Glocke über die Kunst zu packen, weil Kunst ist nicht dafür da, die Welt besser zu machen. Das müssen wir als Menschen machen, aber Kunst muss eine direkte Erfahrung sein. Dominik Graf mal gesagt hat, Kunst ist, wie hat er gesagt, äh, es geht um alles in der kunst und zwar immer so und das fand ich einen coolen satz. Mhm. Da ist eine Frage, ja. ich habe äh, erstmal ein lob auszusprechen und einen dank für diesen film. Äh, ähnlich wie meine vorrednerin liebe ich kino und bin sehr oft da. Ähm, ich finde es einen qualitativ sehr hoch stehenden gelungenen film. und äh, was mir zum beispiel sehr gefällt dass so dargestellt wurde, wie unterschiedlich die Angehörigen auf den Verlust reagieren. Und das war ja mal eine Situation, die hätte kippen können, da in dem Sarglager, wo es um die Wahl ging, was nimmt man denn nun? Und sich dann gegenseitig praktisch vorgehalten wird, an welcher. Nahen oder noch näheren Position man zu der verloren gegangenen geliebten Person steht. Und äh, da wollte ich wissen, ähm, war von Antoine in der Textvorlage das auch so dargestellt? Hat er das äh, transportiert als eine äh, ziemlich schwierige Sache? Ähm, sein Footing, das ja verloren war, ähm, ja dann eigentlich durch so ein kühles Cut, wenn es das überhaupt gibt, in so einer Trauersituation, äh, sich rauszuziehen. Ähm, also ich lebe ja schon ein paar Tage länger als die meisten hier. Ähm, ich habe keine Terrorgeschichte erlebt, aber schon sehr plötzlichen Tod als junges Mädchen, äh, mein ältesten Bruder, das. War schrecklich, das hat die äh, ganze Familie neu gemischt. Äh, die Eltern haben sich für, haben für sich beansprucht zu trauern und wir mussten uns in Luft auflösen. Wir waren sechs Geschwister. Also, das fand ich einen sehr wichtigen Moment. Und meine Frage wäre, ob das so transportiert war von Antoine in dem Text. Also, eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich. Ist das etwas, also wir wussten, welche Menschen in seinem Apartment damals anwesend waren. Das waren wenige Freunde, aber vor allem die Familie. Ich habe dann, er hat uns da nicht so viele Informationen darüber gegeben. Ich habe dann tatsächlich selber ein bisschen recherchiert im Internet, was ich über die betreffenden Menschen finde, ob ich Fotos finde, damit wir die Charaktere richtig finden also, und richtig treffen. Also wir wussten, dass, seine, dass er aus Bougival eben stammt, das ist 50 Kilometer weg von Paris, eher wie alles, was nicht direkt im Zentrum liegt, dann schon etwas provinzieller und nicht mehr ganz so hoch, äh, großstädtisch. Und dann wiederum gibt es die Familie von ihr, die wirklich aus der City stammt und einfach anders sozialisiert ist. Die Erfahrung, äh, dass ein Tod quasi alle Möbel in einer Familie durcheinander rücken kann, kenne ich auch von mir. Da brechen Konflikte plötzlich auf. Ähm, ja, die Welt verrückt sich. Ähm, und, und uns, was wichtig, eben, den Stoff aus der es ist ja erstmal eine Erzählung, den Stoff eben zu dramatisieren, fein zu dramatisieren, indem wir diese Geschichte der Familie zart dazu ja. nehmen, ja, weil äh, sie sozusagen die innere Entwicklung von Antoine ähm, trauer erst einmal für sich selber zu betrachten, fast in einer egoistischen Form, und dann zu lernen, dass man sie, das Teilen der Trauer, das Aufmachen überlebenswichtig ist, dass man, wenn man nur alleine trauert, wahrscheinlich... Schwer hat zu überleben. Das fand ich interessanten Gedanken. Und dafür braucht es diesen Familienkonflikt. Und dann nimmt man natürlich eigene Erfahrungen auf, die man selber hatte. Ähm es gibt keinen Weg, richtig zu trauern. Also da kann jeder, also auch das ist irgendwie klar. Antoine hat sich früh in die Medien gegeben, auch das ist nicht Teil des Buches, sondern haben wir recherchiert. Er war ja drei Tage nach dem nach dem Tod seiner Frau eben in einer Fernsehsendung, was uns erst abstrus vorkam und unangemessen. Und je länger man sich darüber mit beschäftigt, merkt man, okay, das ist seine Form, das zu verarbeiten. Und wer gibt mir das Recht eigentlich zu sagen, das ist unangemessen. Es war eben seine Form und das ist das Spannende hier, das auch abzubilden und zuzulassen in so einem Stoff. Noch eine Frage zu einem Detail und zwar die Begegnung dann mit der äh, Verstorbenen durch die Glasscheibe. Ist das eine Erfindung von Ihnen oder ähm, ist das in Frankreich so, dass das ist tatsächlich so. Also es haben alles relativ minutiös recherchiert in diesem in der Gerichtsmedizin dort in Paris ist man durch den Glasscheibe getrennt. Es hat unter anderem glaube ich den Grund, dass man ähm, es geht ja hier um, um, um Terroropfer und ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hatte. Also im konkreten Fall von Elen war es so, es war eine Glasscheibe dazwischen, vermutlich weil der Körper ja ähm, versehrt ist und ähm, zwar hergerichtet wird, aber ähm, wenn dann Menschen wirklich hinkommen, umarmen, äh, kann das natürlich auch traumatisierend sein. Das ist ähm, der Grund dafür. Aber das ist tatsächlich so, also es ist keine Erfindung. Noch weitere Fragen oder Kommentare? Ja. Können Sie es nochmal durchgeben? Bitte. Danke. Ja, mich würde interessieren, ob Antoine ähm, jemals Bruno irgendwelche Vorwürfe gemacht hat, warum er lebend aus Bataclan rausgekommen ist und er nicht einer gewissen Rollenerwartung gerecht wurde, als Mann die Frau zu beschützen. Da muss ich an Östlund denken, Force Majeure, mhm. wo der Hauptdarsteller auch seiner Rolle nicht gerecht wird. Handy rettet genau. Ähm, also im Buch wird beschrieben, dass er sich mit diesem Freund trifft. Das ist auch so, wie wir es geschildert haben, und dass er ihm, dass dieser Freund eben ähm, ihm fast ununterbrochen erzählt, was da passiert ist und dass tatsächlich bei Antoine ähm, einen ja, ein, ein Erdrutsch ausgelöst hat, diese Begegnung. Ähm, in der Interpretation, wenn man das dramatisiert, kommt man natürlich genau auf diese Gedanken. Ja? Der, der Freund ist unterwegs mit der Frau, ähm, das ist seltsam. normal Es ist ja klar, dass äh, Bruno keine Schuld trägt, Schuld tragen die, die Attentäter, ähm, aber es gibt dann diese Subebene die irrational ist und die nicht gerecht ist, aber die trotzdem da ist. Warum... Ja, gehst du mit meiner Frau aus und dann ist sie tot und warum beschützt du die nicht? Und das war auch spannend, das, das eben in Subtext reinzupacken. Das ist für mich eine der interessantesten, also der spannendsten Szenen für mich selber, war das, die zu drehen und zu schreiben, weil sie eben sehr ambivalent ist. Wir können, hier verschwimmt das Gut und Böse und wir können gar nicht so sehr sagen, also der Hass oder die Aggression, die Aversion sind ja nachvollziehbar, weil... Wir suchen in so einem Fall, wenn es so einen dramatischen Schock gibt aufgrund eines Anschlags, man sucht ja konkrete Anlaufstationen, sei es jetzt in der Gerichtsmedizin, dass es zu lange dauert, man beschwert sich, ja? sei es Ärzte, kenne ich aus dem aus konkreten Trauerfall auch, man, man will jemanden haben, der schuld ist, weil es nicht packbar ist. Man, das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Die Attentäter sind tot, man... Steht völlig ohnmächtig da und wird nur von diesen toten Dämonen, der, der Täter quasi aufgefressen innerlich. Und dann steht dieser Freund da, der mit der, mit der eigenen Frau unterwegs war und der hilflos ist und der einen auch tagelang nicht angerufen hat. Ähm, weil er, und das ist auch Realität, weil, weil er nicht wusste, wie er es ihm beibringen soll. Weil er wahrscheinlich sich auf diese irrationale Weise schuldig fühlt, obwohl das nicht ist. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass das ein herausragender Film ist. Der ist auf Festivals ganz toll gelaufen. Es war eine Premiere in Locarno auf der Piazza Grande. Da waren alleine 8000 Zuschauer. Dann in Deutschland wirklich gefeiert bei den ersten Festivals und so. Und äh, ich will jetzt einfach mal fragen, und dann kommt die Ernüchterung beim Kinostart. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du darüber reden willst, aber ich finde, du hast auch bei deinen Fernsehfilmen und so äh, große Erfolge gefeiert, und plötzlich denkt man so: oh Gott, das, der verschwindet nach zwei Wochen wieder komplett aus dem Kino. Wie, wie geht man damit um? Und was für Gründe siehst du? Weil eigentlich auch das Thema, denke ich mir so, ist ja was, was sehr sehr viele interessiert. Naja, also die Zuschauerzahlen waren nicht überragend, die waren gesagt, eher unterragend. Ähm, aber na klar, da suchst du Erklärungen. Die eine naheliegende Erklärung ist, dass im, während der Corona-Zeit der arthausmarkt markt total eingebrochen ist. Wir haben noch 50 Prozent des, äh, des Vor-Corona-Status. Vor Andere Filme tun sich da im Übrigen auch schwer, die ernsteren Hintergrund haben, also fast alle. Da geht keiner mehr rein, gerade. Im Moment gehen noch Marken, Verfilmung oder irgendwelche Rapper. Das funktioniert halt. Aber, aber und, und dann sicherlich äh, haben wir den Krieg, wir haben den, den Gaspreis, der damals extrem äh, besprochen wurde. Das sind Krisen und dann kommt so eine Geschichte mit einer Krise von vor sieben Jahren um die Ecke. man denkt sich, auch oh nee, jetzt lass mal, das, wir haben schon genug mit unserem Leben zu tun. Dann wurde es noch kalt. Also es gibt dann so, so ein Sammelsurium, glaube ich, von Gründen. Trotzdem hinterfragt man sich immer selber, weil äh, ich habe nie vorgehabt, ein Festivalfilme zu machen in meinem Leben. Ich freue mich zwar, wenn die da laufen, aber für mich ist das Eigentliche, so was wie heute, dass ich wirklich äh, Reaktionen mitkriege, dass äh, ich setze mich auch in meiner eigenen Vorstellung rein, wenn man mich lässt und ähm, Krieg, das ist das Größte für mich mitzukriegen, was zuschauer wie Zuschauer reagieren, das ist das eigentliche Erlebnis. Und wenn das dann, wie soll ich sagen, kleiner ist als man oder wesentlich kleiner ist als man erwartet, macht man das erstmal traurig und man muss sich immer hinterfragen, hat man irgendwas falsch gemacht? Ach, ich habe dann das Gefühl gehabt für so eine kleine Geschichte, ähm, die wir hier erzählen, die, die groß ist, aber klein, also sehr minimal ist, ähm dass wir alles dafür getan haben, um ein emotionales Erlebnis ähm, möglich zu machen für den Zuschauer. Wenn das gerade so ist, äh, ist das traurig. Und insgesamt ähm, macht man sich dann schon Gedanken, ob Kino gerade wegstirbt, weil wir uns zu sehr daran gewöhnt haben, zu Hause zu bleiben und, und, und fernzugucken. Und was ist die Konsequenz? Wird der Film irgendwann bei Netflix zu sehen sein? Will ich jetzt nicht ausschließen, ähm, dass das passiert. Ist jetzt auch nicht, ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? also ist ja eher toll, wenn er da nochmal Menschen gezeigt wird. Der läuft im Fernsehen, ist ja koproduziert worden. Ich habe mich auch um die deutsche Fassung intensiv gekümmert, damit wir keinen Synchronquatsch haben, sondern eine echte Fassung dort haben. Wann? Ich weiß noch nicht, es gibt eine Sperrfrist, ich weiß nicht, der, aber der NDR will den schnell rausbringen. Sind, ja. Läuft er zuerst bei Arte oder gleich beim Weiß ich Essen, auch nicht, das müssen Essen. die ausknobeln mhm. unter sich. Ähm, wenn sie Arte lassen, dann nehme ich mal an, ja, normal ist der ja Arte immer vorweg. Genau. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann wird es da sein Weg gehen. Die Konsequenz ist schon, ja, die Konsequenz ist, dass man da schon bei der Stoffauswahl jetzt guckt. Ähm, ich habe keine Lust... Also, wie soll ich sagen, ich will das nicht nochmal erleben. Das ist keine schöne, nichts Schönes, wenn man zwei Jahre reinsetzt. Aber ich sehe es nicht nur negativ. Wir hatten tolle Festivals. Ich weiß, dass der Film sehr, sehr gut ankam. Wir hatten wunderschöne Vorführungen in Hamburg, wo tausend Leute im Kino sitzen und dann überträgt sich die Spannung natürlich ganz eigen und ein Locano. Also, ich wäre, glaube ich, richtig traurig, wenn sich das nicht übertragen hätte. Aber dass es übertragen hat, denke ich mir. Über die aktuelle Marktsituation kann ich nichts ändern gerade. Nur ich muss mich schon fragen, wo es hingeht. Und ich glaube, im Endeffekt wird der Effekt immer sein, da wir keine Stars haben, ist es schwer. Entweder geht man ins Ausland und dreht da, da gibt es Stars. Oder man sagt halt, äh, ich gehe auf A-Festivals, mach so spitz, ich kalkuliere keinen Zuschauer mehr ein, sondern gehe auf Festivals. Das kann es auch nicht sein. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir in der Mitte... Ähm, wo Emotionen und in Intelligenz sitzen, den Boden wieder beackern. Das ist eigentlich da, wo die meisten Zuschauer ähm, sich zu Hause fühlen und wo am wenigsten Filme für gemacht werden. Es gibt äh, ganz viel ähm, Mainstream, also wenige Mainstream-Filme und ganz viel Arthouse, und äh, uns fehlen die Zuschauer. Das mhm. ist ganz bitter. Und ich bin dann nie so äh, derjenige, der sagt, So, das ist immer nur äußere Umstände. Ich glaube, ähm, dann habe ich auch nichts mehr in der Hand, wenn es so ist. Ich mach's lieber, also ich hinterfrage mich lieber selber, und es das heißt für mich, noch mehr, auf die, noch mehr auf, den, auf die Erfahrbarkeit zu gehen, noch mehr ein noch klares Angebot zu machen und da mal schauen, wie sich die Welt so dreht. Und was ist die Konsequenz? Heißt das, dass du vielleicht auch in Zukunft mehr Fernsehen wieder machst oder Streaming? Also eigentlich will ich das erstmal nicht. Ich äh, finde Kino die überlegene Form. Kino hat ein ein tolles Bild, ein großes, hat einen tollen Sound. Äh, vor allem ist Kino die Möglichkeit, etwas körperlicher erfahrbar zu machen. Wenn ich vor dem Fernsehen sitze, ähm, kann ich das nicht so. Ich habe auch mehr davon als Filmemacher. Ich kann mich in Vorführungen reinsetzen. Ich kriege mit, wie Zuschauer reagieren. Wenn ich das im Fernsehen sehe, dann, dann habe ich von den äh, 5, 6 Millionen, die es schauen, auch nicht viel. Ich sehe die gar nicht, kenne die auch gar nicht. Und sich in einen dunklen Raum zu setzen und Emotionen zu teilen mit anderen, ist ganz, ganz großartig. Ich würde das nie tauschen wollen. Nee, ich will auf Kino und äh, bin da ganz antizyklisch. Ja, ähm, Ihr Film hat mich sehr berührt. Vielen Dank für den wirklich äh, auch herausragend. Ähm, bei so einem Film ist es ja immer eine Gefahr, wenn man so eine Rolle hat. Wie, also über das Kind haben Sie ganz toll geredet. Da möchte ich nichts hinzufügen. Das ist ja unglaublich. Aber auch der Vater, das ist ja eine Gefahr, dass der dann... Er nicht überzeugend wirkt und er hat in keiner Sekunde äh, nicht überzeugend gewirkt. Was ist das für ein herausragender Schauspieler? Wo kommt der her? Äh, drehen Sie noch mal mit ihm? Also ich habe jetzt, es äh, kann gut sein, wer weiß, äh, hat jetzt wahrscheinlich die nächsten Filme erstmal wieder auf Deutsch. Aber wer weiß, ähm, der Antoine, äh, der der Pierre hat ähm, eine ganz gute Karriere im im Arthouse Bereich in in Frankreich. Der, Fremde am See war sein erster großer Durchbruch damals und ist sozusagen dem, dem französischen Arthouse-Publikum, was ja sehr groß ist in Frankreich, Gott sei Dank, ähm, durchaus ein Begriff, hat seinen Sesama gewonnen als Nachwuchsdarsteller und ähm, ja, ähm, ist ein toller, sensibler, fragiler Schauspieler, dessen größte Arbeit ist bei dem Film war tatsächlich diesen Zustand auszuhalten, während des Lockdowns, 34 Drehtage, immer wieder in diese Emotionen reinzugehen, ähm, das Geht schon auf die Psyche. Weil du gerade Stars angesprochen hast, ich finde es ganz spannend, was vielleicht die wenigsten wissen. Du hast mal in einem deiner ganz frühen Filme mit Christoph Walz gearbeitet. Das ist ja so ein Beispiel in deutschsprachigen Raum nie ernst genommen. Und als er dann irgendwann ins englischsprachige Ausland ging und dann nach Hollywood, dann kam der Durchbruch. Was hätte da anders also ich weiß nicht, das ist jetzt eine sehr äh, wenig konkrete Frage, aber was hätte denn da anders passieren müssen, damit so jemand auch hier zum Star wird und nicht erst durch Hollywood? Das Witzige war, äh, in einer, einer weiteren Nebenrolle war Elias Mbarek damals, also es war wie das manchmal so läuft. Ich glaube, äh, ja, ich glaube, er hatte äh, da drüben die Bücher. Ähm, äh, uns fehlt für die Schauspieler in Deutschland ganz oft Bücher, die Teppiche machen, die die Schauspieler blühen lassen, zu Stars werden lassen. Wenn wir immer nur mit Minimal Plots uns abgeben, also ein Pärchen hat eine Krise äh, und weiß nicht weiter, oder so, und wenn es in diese Richtung geht, wenn wir gerne die Fragmente lieben und das ist in Deutschland sehr weit verbreitet, wir misstrauen. Dem, der archetypischen Geschichte, der Heldengeschichte. Das hat historische Ursachen bei uns, die, die 80 Jahre zurückliegen. Wir vertrauen dem nicht. Und wenn wir dem nicht vertrauen lernen, werden wir auch Schauspieler nicht blühen lassen. Dann, wir haben sehr, sehr gute Schauspieler, aber es gibt die Bücher nicht. Und Christoph zeigt, Christophs Karriere zeigt, dass die entsprechende Grundlage ihn plötzlich aufblühen lässt. Besondere äh, Fun-Fact, Anekdote, in der Szene, wo er vorkommt, äh, läuft bei dem Eistanz die James-Bond-Melodie. Also du hattest ich tälzerische ja. Fähigkeiten. Ähm, ja. Gibt es noch eine letzte Frage vielleicht aus dem Publikum oder einen Kommentar? Mich würde noch interessieren, äh, dein nächster Film ist ja schon abgedreht, ähm, der heißt Stella. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen? Was ist das für eine Geschichte? Das ist auch da eine erzählst? wahre Geschichte tatsächlich. Ähm, dreht sich um Stella Goldschlag, eine junge Jüdin, ähm, blond, blauäugig, 1940. Sie würde gerne am Broadway ähm, Sängerin werden, Jazzsängerin werden, aber ihre Eltern verpassen es, rechtzeitig rauszukommen und sie ist dann später von der Gestapo gefasst worden und vor die Wahl gestellt worden, nach Auschwitz zu gehen oder ihre eigenen Leute zu verraten. Und darüber handelt dieser Film. Er äh, geht sehr darum, ähm, wie man in eine Situation kommt, Verräter zu werden. Ähm, das haben wir im letzten Jahr gedreht mit, mit Paula Beer in der Hauptrolle, die spielt die Stella, und Janis Niewöhner und Katja Riemann. Der Film wird jetzt in diesem Jahr rauskommen. Wir sind gerade in den letzten Pinselstrichen. Ja, dann habe ich noch die traditionelle Abschlussfrage vielleicht, denn diese Reihe hat ja eine Frage im Titel und ich bin quasi verpflichtet, sie zu stellen. Was tut sich im deutschen Film? Wie würdest du das benennen? Ich meine, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, aber jetzt auch gerade vielleicht in dem Kontrast, dass du ja auch mal in Frankreich einiges mitbekommen hast. Und vielleicht gibt es Kolleginnen, Kollegen, wo du sagen würdest, mit denen fühlst du dich verbunden oder so. Fänd, mich interessieren. Ja, es gibt die natürlich. Es gibt Menschen, die dahin ziehen, wo ich gerne hinziehen würde, nämlich in die Mitte, also nicht E, nicht U, sondern in die Mitte, dort, wo, was ich eben sagte, Intelligenz und Emotion sich kombinieren, was gerade im angelsächsischen Raum äh, eine selbstverständliche Mischung ist, die wir uns in Deutschland aber sehr schwer tun und ich würde mir das wünschen, dass wir äh, sehr, sehr konsequent ähm, darauf hinziehen, weil ich glaube, dass da ja, diese latente Beziehungsstörung, die deutsche Kinomacher zu ihrem publikum haben kurierbar wäre und das würde ich mir wünschen bis ich in rente gehe dass das vorbei ist dass wir publikum so viel vertrauen zum publikum wiederherstellen dass menschen sagen ähm, ich gehe da rein das ist ein deutscher film den muss ich sehen und nicht den den also dass das wieder möglich ist das würde ich mir wünschen also ich kann nur sagen, es ist großartig. Mit deinen Filmen gelingt das auf jeden Fall sehr. Bevor wir dir den äh, verdienten Applaus geben, möchte ich noch auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen, denn da geht es um besagten Rapper, der vorhin angedeutet wurde. Im Februar, am 26. Februar wird Reingold hier gezeigt, und zwar von Fatih Akin. Der kommt aber erst am 2. März, hat bekommt im März dann eine Carte Blanche, wo er seine die 10 Filme aus der Filmgeschichte zeigt, die ihn am meisten geprägt und beeinflusst haben. Das wird ganz toll. Also schon mal vormerken. März, Fatih Akin, aber am 26. Februar zeigen wir Reingold und dann kommt sein Editor. Ein ganz toller Typ, der Andrew Bird, der hat alle Filme von Fatih Akin geschnitten und dann werden wir ein bisschen auch mal was erfahren, wie Filmschnitt und Montage eigentlich funktioniert und was da die Bedeutung eigentlich ist. Aber jetzt genug der Werbung, einen riesigen Applaus bitte für diesen wunderbaren Film und diesen tollen Abend, Kilian Riethoff. Vielen Dank, hat vielen sehr herzlichen viel Spaß Dank. Gemacht. Danke. Und natürlich Dimut Röther für das Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause, Dankeschön.